Zum anderen verfolgte Calvin seine Ziele eben mit unnachgiebiger Konsequenz. Er hatte einen unbändigen Gestaltungswillen. Und das paarte sich mit starken rednerischen und geistigen Fähigkeiten. Und so war er vielen überlegen und das erschien dann anderen wieder arrogant. Johannes Calvin, ein Mann verlässt seine Heimat und verändert die Welt. Man hat sich ja schon fast daran gewöhnt, dass die Bundespräsidenten in Deutschland Protestanten sind. Nur 2 der 11 Bundespräsidenten, die die Republik bisher hatte, waren katholisch. Ich verrate jetzt nicht welche, das können Sie ja mal selber rausfinden. Einer war in diesem Jahrtausend, der andere im letzten Jahrhundert. Auch unser derzeitiger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist Protestant und doch gehört er in Deutschland einer evangelischen Minderheit an. Er ist nämlich nicht Lutheraner wie seine Vorgänger Joachim Gauck, Horst Köhler oder auch Roman Herzog, sondern ein Reformierter. Seine Heimat liegt im ehemaligen Fürstentum Lippe, das sich 1605 dem reformierten Bekenntnis zuwandte. Und bis heute ist die kleine lippische Landeskirche darum nicht lutherisch, sondern reformiert. Reformiert oder lutherisch? Was der Unterschied ist, weiß heute kaum noch einer. Sind nicht alle Evangelischen reformiert in dem Sinne, dass sie von der Reformation herkommen? Nicht selten werden die Begriffe reformatorisch und reformiert einfach durcheinander geworfen, aber man muss hier unterscheiden. Der Begriff reformatorisch bezieht sich auf die Reformationszeit. Alles, was von den Reformatoren herkommt, ist irgendwie reformatorisch. Reformiert aber wurde zu einem Unterscheidungsbegriff. Als reformiert werden diejenigen evangelischen Christen bezeichnet, die sich nicht in erster Linie auf Luther, sondern auf Johannes Calvin und die ihm verwandten Theologen beziehen. Reformiert ist also mehr oder weniger dasselbe wie calvinistisch. Und bei dem Begriff calvinistisch fallen einem dann doch eher und schneller verschiedenste Assoziationen ein. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, ich weiß nicht, was Ihnen da einfallen würde, aber vielleicht bei calvinistisch denkt man an die Niederlande und die Calvinisten dort oder an Ostfriesland oder vielleicht an die Puritaner in den USA, an die Hugenotten in Frankreich oder wenn es weniger um Personen, sondern mehr um Inhalte geht. Bei Calvinismus denkt man an schlichte Kirchen ohne irgendwelchen Schmuck, an einen strengen Lebensstil, an soziale Kontrolle, manchmal auch an wirtschaftlichen Erfolg. Nur wenige denken heute bei dem Begriff calvinistisch an die Stadt Genf, an die Metropole am Lac Léman, ein Ort, der heute eher mit Geld und internationalen Institutionen verbunden wird und nur wenig von seinem religiösen Erbe zu erkennen gibt. Doch genau dort, in Genf, beginnt der Siegeszug des Protestantismus reformierter Prägung. Und verantwortlich für diese Entwicklung ist ein Einwanderer. Ein Mann, der das Bürgerrecht dieser Stadt erst erhielt, nachdem er schon über 20 Jahre dort gelebt hatte. Johannes Calvin. Und ihm wenden wir uns heute zu. Und der Vortrag hat ganz schlicht 2 Teile. Der erste Teil handelt davon, wie Calvin zum Reformator wurde. Und der zweite Teil vom Werk und der Wirkung Calvins. Also zunächst erstens, wie Calvin zum Reformator wurde. Calvin wurde am 10. Juli 1509 in der Bischofsstadt Noyon, ungefähr 90 Kilometer nordwestlich von Paris, als 2. von 6 Kindern geboren. Calvin ist die latinisierte Form seines Namens. Bei seiner Geburt hieß er Jean Calvin. Allein diese wenigen Daten weisen auf einen wichtigen Unterschied zu den anderen Reformatoren hin, mit denen wir uns sonst häufig zu tun haben. Im Unterschied zu Luther, Melanchthon, Zwingli, Buze oder Brenz stammte Calvin nicht aus dem deutschsprachigen
Raum. Und soweit wir wissen, konnte er auch kein Deutsch. Alles, was er von Luther und seinen Mitstreitern las, waren entweder lateinische Schriften oder aber Übersetzungen aus dem Deutschen. Dazu kommt noch etwas anderes. Calvin stammte aus einem Land, in dem sich die Reformation nicht durchsetzen konnte. Ja, in dem die Evangelischen richtiggehend verfolgt wurden. Zwar wirkte er die längste Zeit seines Lebens außerhalb von Frankreich, doch die Verbindung zu den Verfolgten, zu den Minderheitenkirchen, die zeitweise nur im Untergrund existieren konnten, prägte sein Denken und Handeln. Calvin wuchs in einem Umfeld auf, das eng mit der Kirche verbunden war. Calvins Vater war Jurist und arbeitete am Hof des Bischofs von Noyon als Notar und Vermögensverwalter. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass der Sohn bereits mit 12 Jahren eine Pfründe erhielt, mit deren Hilfe sein Studium finanziert werden konnte. Also eine Pfründe ist ja so eine formale Anstellung, wo man aber nichts tun muss und nur Geld dafür bekommt. Und mit dieser Pfründe konnte Calvin sein Studium finanzieren. Aufgrund der guten Verbindungen zur kirchlichen Hierarchie war es naheliegend, dass Calvin von seinem Vater für das Studium der Theologie bestimmt wurde, denn er hatte gute Aussichten, einmal einen hohen Posten in der Kirche zu erhalten, und darauf kommt es vor allem an. Darum ging Calvin 1523 nach Paris, um dort die freien Künste zu studieren, die die Voraussetzung für ein weitergehendes Studium bildeten. Obwohl das Studium der freien Künste kein theologisches Studium war, erwarb er bereits hier Kenntnisse, die für die Theologie wichtig waren. An dem College, an dem er studierte, wurde besonders Wert auf Rhetorik und Logik gelegt. Kunstfertigkeit im Umgang mit der Sprache und die Fähigkeit zu schlüssiger Argumentation dürfte Calvin aus dieser Zeit mitgenommen haben. 1528 schloss Calvin das Studium der Artes Liberales ab, in der Meinung, er würde nun bald das Studium der Theologie aufnehmen. Aber inzwischen hatte der Vater seine Meinung geändert. Und er bestimmte den Sohn zum Studium der Jurisprudenz, weil sich mit diesem Studium nun bessere finanzielle Aussichten boten. Der junge Student fügte sich dem Wunsch des Vaters und zog 1528 zum Jurastudium nach Orléans. Schon kurze Zeit später, wahrscheinlich im Frühjahr 1529, wechselte Calvin nach Bourges. Das hatte sicherlich mit dem geistigen Klima an den beiden Universitäten zu tun. In Orléans wurde im alten Stil unterrichtet, in Bourges aber herrschte der Geist der Renaissance und des Humanismus. Hier wurde auf Latein gelehrt und hier wurden die alten lateinischen Texte gelesen und studiert. Calvin war ein begabter und überaus eifriger Student. Er arbeitete teilweise bis um Mitternacht und vergaß dabei regelmäßig die Mahlzeiten. Am folgenden Morgen wiederholte er das am Vortag Gelesene. Und dadurch schärfte er sein ohnehin glänzendes Gedächtnis. Allerdings trug sein geistiges und wenig körperliches Training wohl auch dazu bei, dass sein Körper geschwächt und er später häufig von Krankheiten heimgesucht wurde. Calvin studierte Jura mit ganzem Eifer. Außerdem wurde er auch schon bald zum Unterrichten herangezogen, machte da erste Erfahrungen auch im Unterrichten und mit der Pädagogik. Dennoch konnte das Studium der Rechte seine Wissbegier nicht befriedigen. Er begann nebenher Griechisch zu lernen und knüpfte Kontakt zu humanistischen Kreisen, die antiken Sprachen und die antike Kultur studierten. Und hier schlug eigentlich sein Herz. Das zeigt sich besonders, nachdem sein Vater 1531 gestorben war. Calvin fühlte sich nämlich nun frei und wandte sich postwendend nach Paris, wo er sich am Collège Royal nun ganz seinen humanistischen Interessen widmete. Unklar ist, wann sich Calvin vom Humanismus zur Reformation wandte. Also wann er die lateinischen und griechischen Klassiker gegen die Bibel und die Kirchenväter eintauschte. Darüber gibt es in der Forschung unterschiedliche Meinungen. Klar ist allerdings, dass sich Calvin nicht vor 1533 öffentlich zum evangelischen Glauben bekannte, also nicht vor 1533. Und das bedeutet, das erste stürmische Jahrzehnt der Reformation ging an Calvin nahezu spurlos vorbei.
Als Luther geächtet wurde, 1521, hatte Calvin noch nicht einmal sein Studium aufgenommen. Und als der Augsburger Reichstag stattfand, 1530, war Calvin ganz mit seinen juristischen Studien beschäftigt. Und daran zeigt sich nicht zuletzt, wie wenig in Frankreich Anteil genommen wurde an den religiösen Ereignissen im Reich. Umso erstaunlicher, dass Calvin schließlich doch auf die reformatorische Seite trat. Offensichtlich waren es seine humanistischen Studien und seine Freunde aus humanistischen Kreisen, die ihn mit der Reformation in Kontakt brachten. Wir wissen nicht genau, wie und wann. Und Calvin hält sich da bedeckt. Doch einmal spricht er 1557 im Rückblick davon, er habe eine plötzliche Bekehrung zur Gelehrsamkeit erlebt. Er schreibt, und ich zitiere den etwas ausführlicheren Abschnitt: Zuerst war ich freilich dem Aberglauben des Papsttums zu hartnäckig zugetan, als dass es leicht gewesen wäre, mich aus diesem tiefen Schmutz herauszuziehen. Gott hat mein Herz, das für sein Alter überaus verstockt war, durch eine plötzliche Bekehrung zur Gelehrsamkeit genötigt. Als ich so einen gewissen Geschmack von der wahren Frömmigkeit bekommen hatte, entbrannte ich in einem solchen Eifer darin, Fortschritte zu machen, dass ich die übrigen Studien zwar nicht völlig aufgab, aber sie doch viel kühler betrieb. Noch kein Jahr war vergangen, als alle, die nach der reinen Lehre Verlangen trugen, sich zu mir, dem Neuling des Lernens halber, drängten. Alle meine verborgenen Zufluchtsorte wurden eine Art öffentlicher Schulen. Während mir alles daran lag, unbekannt zu leben, hat mich Gott aus verschiedenen Umwegen so geführt, dass er mir niemals erlaubte, zur Ruhe zu kommen, bis ich schließlich mit innerem Widerstreben ins helle Licht gezogen worden bin. Mit dieser Absicht verließ ich mein Vaterland und ging nach Deutschland. Deutlich wird an diesem Rückblick zweierlei. Calvin erlebte eine Hinwendung zu Gelehrsamkeit, und damit sind sicherlich seine gelehrten Studien gemeint, aber nicht nur. Er wandte sich auch der wahren Lehre, der Heiligen Schrift, zu, jedoch zunächst verborgen und ohne an die Öffentlichkeit zu treten. Ähnlich wie bei Luther ist es schließlich erst der Schritt in die Öffentlichkeit, und das ist das Zweite, der ihn eben zum Reformator macht. Dieser Schritt machte es, so schreibt er, unumgänglich, seine Heimat zu verlassen, und zwar in Richtung Deutschland, genauer gesagt in die Schweiz. Wann und warum dies geschah, wissen wir. 1533 verließ er Paris. Anlass war, dass der ihm nahestehende Rektor der Universität eine Rede mit deutlich evangelischem Charakter hielt und daraufhin angeklagt wurde. Calvin blieb allerdings zunächst noch in Frankreich, also er verließ Paris, blieb aber noch in Frankreich. Doch 1534 trat eine Verschärfung ein. Hintergrund war die sogenannte Plakataffäre. Am 18. Oktober 1534 wurden in Paris Flugblätter verteilt, in denen gegen die Messe massiv polemisiert wurde. Das Pikante daran: selbst an der Tür des Schlafgemachs des Königs hing ein solches Plakat. König Franz I. witterte hinter der Aktion nicht nur einen Angriff auf den traditionellen Landesglauben, sondern Revolution und Umsturz, ja Gefahr für seine eigene Stellung. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn diese Kreise so nah auch in seinem Umfeld zu finden waren. Und darum ging er nun rigoros gegen die evangelischen Kräfte vor oder gegen die, die man als evangelisch ansah. In dieser Situation beschloss Calvin, sein Heimatland ganz zu verlassen. Anfang 1535 erreichte er Basel, wo er sich mit einem Decknamen aufhielt. Er blieb dort bis 1536 und vollendete dort das Werk, das später am berühmtesten werden sollte, nämlich den Unterricht in der christlichen Religion, die Institutio Christiane Religionis. Dazu aber später mehr. Von Basel aus reiste Calvin nach Oberitalien und wollte von dort dann eigentlich wieder nach Paris zurückkehren, nachdem sich die Situation so ein bisschen entspannt hatte. Doch wie es manchmal so ist, ein Umweg gibt seinem Leben eine neue Wende.
Durch Kampfeshandlungen in Oberitalien wurde er daran gehindert, den direkten Weg nach Frankreich zu nehmen. So machte er einen Umweg über Genf. In Genf aber wurde er sogleich als Verfasser der Institutio erkannt und der Genfer Reformator Guillaume Farel beschwor ihn aufs Dringlichste zu bleiben. Und er blieb. Als Calvin nach Genf kam, war die Stadt bereits durch Bürgerentscheid evangelisch geworden, und zwar am 21. Mai 1536. Damit hatte sich die Stadt auch zugleich vom ungeliebten Herzog von Savoyen emanzipiert. Dieser Herzog war auch vom Bischof der Stadt unterstützt worden. Möglich war diese Befreiung und Emanzipation wiederum nur durch die Hilfe von Bern. Die Details müssen uns jetzt aber nicht interessieren. Wichtig ist nur, die Stadt hatte sich zwar der neuen Lehre zugewandt, sogar öffentlich und offiziell, aber als Calvin Anfang Juli 1536 nach Genf kam, waren die Verhältnisse noch alles andere als geordnet. Calvin beschrieb das später so: Als ich zum ersten Mal in diese Kirche kam, war dort so gut wie nichts vorhanden. Man predigte und das war schon alles. Man suchte wohl nach Götzenbildern und verbrannte sie, aber es gab keine Reformation. Alles befand sich in einem wüsten Durcheinander. Die Parteikämpfe in der Stadt, die Vermischung von politischen, wirtschaftlichen und religiösen Interessen hatten dazu geführt, dass die Reformation zwar eingeführt worden war, doch das Wort Gottes, das heilige evangelische Gesetz, zu dem sich die Genfer im Schwur bekannt hatten, bestimmte längst nicht alle Menschen in Genf. Viele nahmen vor allem gern die neue Freiheit vom Herzog und vom Bischof in Anspruch und freuten sich daran. Calvin war in dieser Situation der richtige Mann. Er tat zweierlei. Er lehrte und er ordnete. Er lehrte, indem er Vorlesungen über Paulus hielt, und zwar am Genfer Gymnasium. Ein förmliches Leitungsamt in der Kirche hatte er nicht übernommen. Und er ordnete, indem er Ende 1536 gemeinsam mit Farel eine erste Kirchenordnung verfasste. Im Zentrum des Gemeindelebens stand für Calvin die Feier des heiligen Abendmahls. An der Feier sollten aber nur die teilnehmen, die es ernst damit meinten. Und darum machte er die Verpflichtung auf das evangelische Bekenntnis zur Voraussetzung für die Teilnahme. Außerdem sollte die Kirchenzucht dafür sorgen, dass das Abendmahl nur von Würdigen gefeiert würde und alle anderen ausgeschlossen würden. Es zeigt sich daran ein wesentlicher Unterschied zur Reformation nach Wittenberger Muster. In Kursachsen kam es Luther und seinen Mitstreitern darauf an, dass evangelisch gepredigt wurde, und zwar möglichst überall und flächendeckend. Und darum lag Luthers Augenmerk vor allem darauf, dass man tüchtige Prediger habe, die die Bibel richtig auslegten. Calvin ging einen Schritt weiter. Ihm ging es nicht nur um die Amtsträger, er wollte, dass sich die Bürger öffentlich und verbindlich für das Wort Gottes entschieden. Alle sollten die neue Lehre vertreten. Bei der Einführung der nach diesem Grundsatz konzipierten Kirchenordnung kam es dann auch zu Auseinandersetzungen. Eine Mehrheit der Bürger und der Rat wehrten sich gegen Bekenntnispflicht und Kirchenzucht. An Ostern 1538 erklärte Calvin schließlich, unter diesen Bedingungen könne er kein Abendmahl mehr austeilen. Daraufhin wurden Calvin, Farel und ein weiterer Prediger aus Genf ausgewiesen. Farel wandte sich nach Lausanne, Calvin aber ließ sich nach Straßburg rufen. Ein Historiker hat einmal geschrieben, erst in Straßburg wurde Calvin zu Calvin. Und daran ist manches richtig. In Straßburg traf Calvin nämlich auf den Reformator Martin Bucer. Und Bucer ist der Theologe, der Calvin nach Luther am meisten geprägt hat. Sowohl was die Lehre von der Kirche als auch was die Abendmahlslehre angeht, hat Calvin von Bucer entscheidende Anstöße empfangen. Und darum sind die Jahre 1538 bis 1541 für Calvin von besonderer Bedeutung, also die Straßburger Zeit.
Calvin war in Straßburg Leiter der französischen Flüchtlingsgemeinde. Hier konnte er nun die Ordnung der Gemeinde so einrichten, wie es seinen Vorstellungen entsprach. Daneben verfasste er wichtige Schriften, unter anderem die zweite Auflage der Institutio. Auch sein Familienstand änderte sich in Straßburg. 1540 heiratete er die Witwe Idelette de Bure. Sie brachte zwei Kinder mit ins Haus. Die gemeinsamen Kinder starben allerdings kurz nach der Geburt. Calvin hat sich nicht sehr enthusiastisch über die Ehe geäußert. Der Entschluss zur Heirat lag nicht zuletzt in der Unzufriedenheit mit seiner Haushälterin begründet. Calvin schrieb einmal: Ich gehöre nicht zu der verrückten Art von Liebhabern, die auch die Fehler ihrer Geliebten preisen, wenn sie einmal von der Schönheit hingerissen sind. Das ist die einzige Schönheit, die mich anlockt, wenn sie züchtig ist, gehorsam, nicht hochmütig, sparsam, geduldig, wenn ich auch hoffen darf, dass sie zu meiner Gesundheit Sorge trägt. Calvins Ehe wird daher oft in einem eher negativen Bild gezeichnet. Dagegen spricht allerdings, dass sie in ihrem frühen Tod 1549 sehr, sehr liebevoll über sie äußert und darüber klagt, dass ihm die beste Lebensgefährtin genommen worden sei. Calvin richtete sich in Straßburg ein und erwarb dort auch das Bürgerrecht. Und als erste Anfragen kamen, ob er nicht wieder nach Genf zurückkehren wolle, widersprach er kategorisch: Es gibt keinen Ort unter dem Himmel, vor dem ich mehr zurückschrecke. Nicht etwa, weil ich ihn hassen würde, sondern weil ich vor Augen habe, mit welchen Schwierigkeiten ich dort zu kämpfen hätte, schreibt er. Schließlich kehrte er doch nach Genf zurück. Grund war der Wechsel in der Besetzung des Rates. Inzwischen hatten Anhänger Calvins die Mehrheit gewonnen. Und am 13. September 1541 kam Calvin zum zweiten Mal in Genf an. Und dieses Mal sollte er bleiben bis zu seinem Lebensende. Calvins Wirksamkeit in Genf lässt sich grob in zwei Phasen unterteilen. Die Jahre von seiner Ankunft 1541 bis 1555 waren von Auseinandersetzungen um die neue Ordnung und die Gestalt der Genfer Kirche charakterisiert. Von 1555 an bis zu seinem Tod 1564 nahm Calvin schließlich die unumstrittene Führungsposition ein, für die er dann später auch bekannt wurde. In älteren Darstellungen wird Calvin häufig als der unbeschränkte Herrscher der Stadt dargestellt. Das sieht man heute wesentlich differenzierter. Calvin war zunächst nicht die bestimmende Person. Und er musste seine eigene Position innerhalb eines vielschichtigen Machtgefüges zur Geltung bringen. Nachdem Calvin zurückgekehrt war, führte er zwei Neuerungen ein. Die erste war die Kirchenzucht, die zuvor zu seiner Vertreibung geführt hatte. Es wurde geregelt, wer über den Ausschluss vom Abendmahl entscheiden dürfe. Wichtig war Calvin, dass dafür nicht der Rat der Stadt, sondern ein kirchliches Gremium, das Konsistorium, zuständig wäre. Die zweite Neuerung bezog sich auf die Bildung der Pfarrer und auf die Sicherung der neuen Lehre. Jeden Freitag sollten sich die Pfarrer versammeln, um einen Bibeltext auszulegen und darüber zu reden. Außerdem sollten sich die Pfarrer regelmäßig gegenseitig in ihrem moralischen Verhalten beurteilen. Also eine Art interne Kirchenzucht. Später erhielt diese Versammlung der Pfarrer die Bezeichnung Compagnie des Pasteurs. Bildung des Personals und Einführung einer Kirchenordnung. Rein strukturell gesehen verlief die Genfer Reformation also ähnlich wie in den deutschen Territorien. Ähnlich war auch, dass Calvin als dritten Punkt den Unterricht von Kindern und Jugendlichen in den Blick nahm. 1541-42, also auch schon kurz nach seiner Rückkehr, verfasste er einen neuen Katechismus für die Genfer Kirche. Und dieser Genfer Katechismus, wie er dann später immer heißt, wurde zum wichtigsten Katechismus der französischsprachigen Welt.
Durch seine lateinische Übersetzung hat er zudem auf den Heidelberger Katechismus eingewirkt. Und der 1563 entstandene Heidelberger Katechismus ist bis heute der bedeutendste Katechismus der Reformation. In den ersten Jahren nach seiner Rückkehr konnte Calvin seine Vorstellungen von der Gestalt der Kirche einigermaßen unbehelligt durchsetzen und in entsprechenden Ordnungen gießen. Doch ab 1546 kam es dann erneut zu Konflikten. Verantwortlich dafür war, dass inzwischen viele Glaubensflüchtlinge aus Frankreich nach Genf gekommen und zwei Parteien entstanden waren. Nämlich die Kinder von Genf, wie sich die einen nannten, gegen die Franzosen, wie dann die anderen genannt wurden, die französischen Glaubensflüchtlinge. Auch Calvin selbst war bis dato nicht mehr als ein eingewanderter Franzose. Erst 1559 erhielt er das Genfer Bürgerrecht. Bis dahin war er von der politischen Mitbestimmung, die einem Bürger der Stadt eingeräumt wurde, völlig ausgeschlossen. Und häufig klagte er: Ich bin ein Fremdling in dieser Stadt. Zur Veranschaulichung der Konflikte nur ein Beispiel. Pierre Amont war ein angesehener Bürger und Ratsherr. Von Beruf war er Spielkartenhersteller gewesen und das war ein gewisses Problem. Denn die mit der Reformation verbundenen Veränderungen hatten ihn in den wirtschaftlichen Ruin getrieben, weil Spielkarten und Glücksspiel in Genf dann nach Calvins Rückkehr nicht mehr so gebräuchlich waren. Doch das war nicht sein einziges Problem. Er wollte sich von seiner Frau scheiden lassen, die anderen Männern hinterherlief. Der Rat drängte jedoch auf Aussöhnung des Paares. Calvin stimmte der Scheidung schließlich zu, nachdem er bemerkte, dass die Frau selbst ihn, obwohl er doch verheiratet war, als Ehemann begehrte. Amont wurde geschieden, doch während eines feuchtfröhlichen Abendessens zog Amont über Calvin her. Calvin sei ein schlechter Mensch und lehre eine falsche Lehre. Calvin, der davon erfuhr, konnte das nicht auf sich sitzen lassen. Er verlangte, dass die Anschuldigungen aus der Welt geschafft würden. Gemeinsam mit dem ganzen Konsistorium beantragte Calvin, dass sich Amont öffentlich der Kirchenzucht unterwerfen müsse. Der Rat stimmte schließlich zu. Amont musste mit nur einem Hemd bekleidet und einer Fackel in der Hand durch die Stadt ziehen und Gott, den Rat und auch Calvin um Gnade bitten. Man kann sich vorstellen, dass diese demütigende Aktion Wasser auf das Rad der Calvin-Gegner gegeben hat. Es waren also zwei Dinge, die die Konflikte verschärften. Zum einen Calvins radikales Drängen auf Veränderung des alltäglichen Lebens. Mit der Reformation der Lehre gab er sich nicht zufrieden, er wollte auch die Reformation des Lebens. Vielen Bürgern aber ging dieser Eingriff in ihre Lebensweise zu weit, ihnen hätte die Reformation der Lehre genügt. Zum anderen verfolgte Calvin seine Ziele eben mit unnachgiebiger Konsequenz. Er hatte einen unbändigen Gestaltungswillen. Und das paarte sich mit starken rednerischen und geistigen Fähigkeiten. Und so war er vielen überlegen und das erschien dann anderen wieder arrogant. Das verstärkte den Widerstand immer mehr. Besonders unter den alteingesessenen höheren Familien Genfs bildete sich eine Opposition gegen den Franzosen Calvin und die von ihm geleitete Predigergemeinschaft. Sie wehrten sich gegen die neuen Regeln, sie übertraten bewusst das Tanzverbot und spielten untersagte Spiele. Außerdem störten sie die Gottesdienste. Und so kam es immer wieder zu Zwischenfällen und zu Verhandlungen vor dem Rat. In den Jahren 1553 bis 1555 spitzte sich der Kampf zwischen Calvin und seinen Gegnern noch einmal zu. Doch es gelang ihm, seine Stellung zu festigen. Dazu trugen die Gegner letztlich selbst bei. Im Mai 1555 inszenierten sie im Anschluss an ein Abendessen, bei dem offensichtlich reichlich Alkohol floss, inszenierten sie nach diesem Abendessen eine spontane Protestkundgebung, die zu einem Volksauflauf führte.
Der Rat verurteilte daraufhin den Anführer dieser Protestkundgebung wegen Aufruhr und Hochverrat. Damit aber war die Lage entschieden, denn damit waren die schärfsten Gegner Calvins ausgeschaltet. Und ab 1555 bestimmte Calvin uneingeschränkt die kirchlichen Geschicke Genfs. Die letzten 10 Lebensjahre Calvins waren davon geprägt, dass sich die Lage in Genf konsolidierte und die Zukunft der Lehre gesichert wurde. Dazu gehörte 1559 die Gründung der Genfer Akademie. Am Anfang wurde an dieser neuen Hochschule nur Theologie gelehrt. Hunderte von Pastoren, die später in Frankreich und aller Welt ihren Dienst taten, wurden hier an der Genfer Akademie ausgebildet. Später kam eine medizinische und juristische Fakultät hinzu. Calvin selbst unterrichtete auch an der Akademie. Ihr erster Rektor war Theodor Beza, Calvins Biograf und späterer Nachfolger in der Kirchenleitung. Einen letzten Stein setzte Calvin schließlich 1561 auf das Gebäude. Die Kirchenordnung von 1541 erschien nun in überarbeiteter Gestalt. Und damit waren die Grundlagen für die reformierte Kirche nicht nur in Genf gelegt. Als Calvin 1564 im Alter von 54 Jahren starb, war die Ausbreitung seiner Lehre in Europa bereits in vollem Gange. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich Werk und Wirkung Calvins. Für Calvin gehörten die Lehre und die Lebensweise untrennbar zusammen. Und dieser Ansatz zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte Wirksamkeit. Und damit unterscheidet sich Calvin charakteristisch von Luther, dem alles zwar auf die Lehre ankam, der aber in der Lebenspraxis nachgiebiger war. So äußerte Luther: Wir müssen Leben und Lehre unterscheiden. Die Lehre gehört auf die Seite Gottes, das Leben auf unsere Seite. Die Lehre gehört nicht uns, das Leben gehört uns. An der Lehre kann ich nichts nachlassen, in Bezug auf das Leben alles. Welche Bedeutung der gelebte Glaube für Calvin hatte, kann man auch an seinem Hauptwerk, dem Unterricht in der christlichen Religion, ablesen. Seine erste Fassung entstand, wie bereits erwähnt, in der Zeit, als er Frankreich verließ in Basel. Und darum hat das Werk auch eine doppelte Zielrichtung. Zum einen will es die Grundlagen des Glaubens vermitteln. Es ist eine Summe evangelischer Lehre in Handbuchform, wie er selbst schreibt. Zum anderen aber ist es eine Verteidigungsschrift. Calvin widmet das Buch dem französischen König und will ihm deutlich machen, dass es sich bei den Evangelischen eben keineswegs um Heretiker und Ketzer handle, sondern um Verkündiger der wahren Lehre. Der König versündige sich also, wenn er diese Lehre in Frankreich verbiete. Calvin hat das Lehrbuch mehrmals überarbeitet. Aus einem kleinen, schmalen Handbuch wurde ein umfangreiches Werk mit 80 Kapiteln, das nun weniger für die Allgemeinheit als für Studierende der Theologie gedacht war. Und so wurde es dann auch zum theologischen Standardwerk in weiten Teilen des Protestantismus. Für Calvins Wirkung hat dieses Buch eine große Rolle gespielt. Während man Luthers Lehre aus vielen verschiedenen Werken und häufig Gelegenheitsschriften zusammensuchen musste, hinterließ Calvin ein Buch, in dem er seine Sicht der christlichen Religion der Nachwelt zusammengefasst hinterließ. Und es war damit wesentlich einfacher, Calvins Lehre zu studieren, als Luthers Lehre zu studieren. Calvin hatte eines allerdings mit Luther gemeinsam: Er wollte nicht, dass man sein Lehrbuch anstelle der Heiligen Schrift las. Er verstand es vielmehr als ein Hilfsmittel bei der Lektüre der Heiligen Schrift. Und darum widmete er jede freie Minute der Arbeit an biblischen Kommentaren, die bis heute zu Rate gezogen werden in der Exegese. Fast zum ganzen Neuen Testament und zu einigen zentralen alttestamentlichen Büchern schrieb er Kommentare, die ebenfalls eine große Wirkung auf die Nachwelt entfalteten. Aber wieder zurück zu seinem Hauptwerk. Ich hatte gesagt, an ihm sieht man, welche Bedeutung der gelebte Glaube für Calvin hatte. Schon rein äußerlich.
Das Werk besteht aus vier Teilen. Der erste Teil handelt von Gott, dem Schöpfer. Der zweite Teil von Gott, dem Erlöser, also von Jesus Christus. Der dritte und vierte Teil aber handeln davon, wie der Glaube entsteht und ernährt wird und wie der Heilige Geist das Leben der Gläubigen verändert. Und diese beiden Teile, der dritte und der vierte Teil, machen vom Umfang her mehr als die Hälfte des Buches aus. Und daran wird deutlich, hier schlug Calvins Herz. Es ging ihm darum, wie der Glaube entsteht und wie er dann auch das ganze Leben prägt. Es geht ihm, so schreibt er einmal, nicht um eine Zungenlehre, sondern um eine Lebenslehre. Zwar spiele auch für ihn die Lehre, also das rechte Verständnis des christlichen Glaubens, eine wichtige Rolle, aber, so sagt er, damit diese Lehre nicht fruchtlos bleibt für uns, muss sie in unser Herz eingesenkt werden und in die Lebensführung übergehen. Ja, sie muss uns in sie hinein verwandeln. Die Lehre muss uns in sie hinein verwandeln und so das Leben prägen. Und dadurch wird auch verständlich, warum für Calvin die Kirchenzucht eine so wesentliche Rolle spielte. Er war der Meinung, man müsse es auch im Leben sehen, dass ein Mensch mit Christus verbunden ist. Und damit hat er ja auch völlig recht. Inwiefern man aber einen Menschen von außen disziplinieren kann oder muss, der sich zwar Christ nennt, aber wie ein Heide lebt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Calvin hat allerdings zu Recht den Finger darauf gelegt, dass die Kirche unglaubwürdig ist, wenn solche Menschen zum Abendmahl gehen, also dorthin, wo die innigste Verbindung mit Christus stattfindet, wenn Menschen also zum Abendmahl gehen, die Christus durch die alltägliche Lebensweise verleugnen. Er sah darin eine der größten Gefährdungen der Gemeinde. Mit dem Stichwort Abendmahl ist ein weiterer Punkt benannt, an dem sich Luther und Calvin voneinander unterscheiden. Wie Sie sicher schon bemerkt haben, spielte das Abendmahl für Calvins Denken und auch für seine kirchliche Praxis und für sein geistliches Leben eine sehr große Rolle. Er empfahl es möglichst jede Woche oder so oft als möglich zu feiern, denn im Abendmahl verbindet sich die Gemeinde mit ihrem Haupt, mit Christus. Seine Auffassung vom Abendmahl nimmt dabei eine vermittelnde Haltung zwischen Luther und Zwingli ein. Im Unterschied zu Zwingli betrachtete er das Abendmahl nicht als rein menschlichen Bekenntnisakt oder als reine Gemeinschaftsfeier. Allerdings war ihm die Vorstellung, dass in den Elementen von Brot und Wein Christus tatsächlich und real mit Leib und Blut gegenwärtig sei, fremd. Er befürchtete, eine solche Ansicht würde einen abergläubischen und äußerlich mechanischen Umgang mit dem Sakrament befördern. Er legte die Einsetzungsworte daher so aus, dass Christus tatsächlich in der Abendmahlshandlung gegenwärtig ist, allerdings nicht an die irdisch-materiellen Elemente Brot und Wein gebunden, sondern in geistiger Weise. In dem Moment, in dem wir Brot und Wein essen, verbindet sich Christus im Geist mit uns. Und für Calvin ist auch ganz wichtig, dass es eben nicht ohne dieses Essen geht. Also dass es wirklich notwendig miteinander zusammenhängt. In dem Moment, in dem wir Brot und Wein essen, verbindet sich Christus im Geist mit uns. Und darauf kann ich mich auch verlassen. Wie Zwingli geht es ihm aber darum, die klare Trennung zwischen Gott und Welt zu betonen, während Luther und auch seine Nachfolger den Gedanken stark gemacht hatten, dass Gott in Christus gerade in die Welt und damit auch gerade in das leiblich-materielle hineingekommen sei. Luther selbst hat Calvins Abendmahlsauffassung nur ganz am Rande verfolgt und auch nicht nennenswert kritisiert. Erst nach Luthers Tod kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Lutheranern und Calvin. Und diese Auseinandersetzung erst hat dann in der Folge auch zu den beiden Zweigen, zu den beiden Richtungen reformatorischer Theologie und auch reformatorischer Kirchen geführt. Mit Calvins Interesse an dem gelebten Glauben hat es zu tun, dass sich Calvin mehr Gedanken um die äußere Gestalt der Kirche machte, als es Luther getan hatte.
Und das betraf nicht nur die Kirchenzucht, sondern auch die Frage nach der Struktur der Gemeinde, nach den Ämtern und nach dem Verhältnis von Kirche und Obrigkeit. Und dabei ist ein Punkt ganz wesentlich. Zwar lebte Calvin selbst in einer Stadt, in der der evangelische Glaube von der Obrigkeit unterstützt wurde, aber seine Ordnungen entwarf er gleichermaßen für evangelische Christen, die ohne Unterstützung der Obrigkeit oder sogar im Widerstand gegen die Obrigkeit leben mussten, nämlich zum Beispiel in Frankreich. Er blieb Zeit seines Lebens in enger Verbindung mit den Glaubensgeschwistern in Frankreich und beobachtete mit Sorge deren Unterdrückung. Auch zu den Protestanten in den Niederlanden und anderen romtreuen Gebieten hielt er Kontakt. Dies geschah vor allem in Briefform. Nach Schätzungen soll Calvin rund 8500 Briefe geschrieben haben, und das waren eben nicht nur kurze E-Mails, sondern zum Teil wirklich sehr lange Briefe oder auch kleine theologische Abhandlungen schon fast. Die meisten Briefe wechselte er mit Mitstreitern am reformatorischen Werk, aber viele Briefe gingen auch an Gegner oder gar an die Machthaber, bei denen er sich wieder und wieder für die Freiheit des Evangeliums einsetzte. Und nicht zuletzt seine engagierte Korrespondenz trug zu seinem Einfluss auf die weitere Entwicklung des Protestantismus bei. Und damit stehen wir beim letzten Punkt und blicken noch auf seine Wirkung. Ich habe ja den Vortrag überschrieben: Ein Mann verlässt seine Heimat und verändert die Welt. Und bisher haben wir hauptsächlich davon gehört, wie dieser Mann in Genf wirkte und Genf veränderte. Aber der Schein trügt. Calvin blieb, wie gesagt, sein Leben lang mit seiner Heimat Frankreich tief verbunden. In den Jahren 1555 bis 1562 sandte er an die 90 Pfarrer nach Frankreich, von Genf aus und in Genf ausgebildet. 1559 konstituierte sich in einer Synode in Paris die evangelische Kirche in Frankreich ohne Unterstützung und gegen den Willen des Königs. Kennzeichnend für die französischen Gemeinden war neben der Orientierung an Calvins Theologie ihre Selbstständigkeit gegenüber Staat und Obrigkeit. Sie waren so konzipiert, dass sie auch Verfolgungszeiten überleben konnten. Bekannt wurden die französischen Calvinisten unter dem Namen Hugenotten. Wahrscheinlich ist das eine französische Verballhornung des Begriffes Eidgenossen, also mit Blick auf die Schweiz. Unterstützt wurden die Hugenotten vom königsfeindlichen Adel in Frankreich. Darüber kam es zu vielen Auseinandersetzungen. 8 Hugenottenkriege führten zu großen Auswanderungswellen. Ähnlich wie in Frankreich erging es auch den Evangelischen in den Niederlanden. Sie gehörten zum Herrschaftsbereich der Habsburger und blieben deshalb zunächst eben unter romtreuer Herrschaft. Die evangelischen Gemeinden standen auch in den Niederlanden in engen Kontakt zu Calvin und orientierten sich durch die ähnliche Situation am französischen Vorbild. Unter Philipp II. Kam es schließlich zum Widerstand gegen die Habsburger Herrschaft. Er wurde angeführt von Wilhelm von Oranien, der sich den Calvinisten anschloss. Und so herrschten auch in den Niederlanden 30 Jahre lang Bürgerkrieg ab 1566. 1581 schüttelte der Norden die spanische Oberherrschaft ab und dadurch entstanden dann die reformierten Niederlande, also der nördliche Teil des ursprünglich zusammenhängenden Landes. Das sind dann die reformierten Niederlande, während der Süden weiterhin romtreu und altgläubig blieb. Das ist so heute das Gebiet Belgien und Luxemburg. Und das merkt man ja bis heute, diesen Unterschied zwischen diesen beiden Gebieten. Lange Zeit galten die Niederlande als das reformierte Land par excellence. Und an den Niederlanden lassen sich auch tatsächlich viele Eigenheiten des reformierten Protestantismus studieren. Von der Kirchenzucht über die Kunst bis hin zum Kirchenbau. Am folgenschwersten war aber wahrscheinlich Calvins Einfluss auf die Entwicklung der Kirche in England. Die englische Kirchengeschichte ist eine Wissenschaft für sich und das können wir jetzt nicht erschöpfend behandeln. Doch eine Frau muss erwähnt werden, nämlich Maria Tudor,
besser bekannt als The Bloody Mary. Sie herrschte von 1553 bis 1559 und sie verfolgte in dieser Zeit die Protestanten mit grausamster Gewalt, daher Bloody Mary. Viele der Verfolgten flohen auf das Festland. Sie fanden Zuflucht in Straßburg, in Zürich und vor allem in Genf. Und als nach Mary schließlich Elisabeth I. an die Macht kam, endete die Verfolgung und die reformatorisch beeinflusste anglikanische Kirche nahm ihre Gestalt an. Den vom Festland zurückgekehrten Protestanten, in Genf geschult, ging die Reformation in England und vor allem auch die Erneuerung des Lebens aber nicht weit genug. Also die kamen aus Genf zurück und brachten dort eben dann auch die Einsichten und die Ansichten Calvins mit. Und denen ging es ja nicht weit genug, was da unter Elisabeth I. geschah. Sie forderten, dass nun alle Reste des römischen Katholizismus beseitigt würden. Außerdem forderten sie eine Kirchenverfassung im Sinne der Lehre Calvins. Weil die zurückgekehrten Calvinisten eine Reinigung der Kirche forderten, bekamen sie den Namen Puritaner. Also sie stehen für das Reine, für das Pure. Sie waren bis weit ins 17. Jahrhundert hinein eine wichtige Opposition zur Staatskirche in England. Als Königin Elisabeth begannen die Puritaner zu unterdrücken, wurde der Widerstand immer nur noch größer. Schließlich gehörten die Puritaner aber zu denjenigen, die im 17. Jahrhundert nach Amerika auswanderten und dort neue Kolonien gründeten. Und so kam über die Puritaner der Calvinismus schließlich nach Nordamerika und wurde dort für Jahrhunderte zur prägenden religiösen Kraft. Der Calvinismus hat den American Way of Life geprägt wie keine andere religiöse Richtung. Und mit Amerikas Aufstieg zur Weltmacht breitete sich der Calvinismus immer weiter aus. Heute ist er die größte protestantische Konfession. Wenn ich am Anfang gesagt habe, unser Bundespräsident gehört einer protestantischen Minderheit an, so habe ich ganz bewusst hinzugesetzt, in Deutschland. Weltweit gehören ca. 80 Millionen Menschen einer reformierten Kirche an, dem lutherischen Weltbund hingegen nur ca. 74 Millionen. Calvin hat die längste Zeit seines Lebens an einem Ort in Genf gewirkt. Doch als Flüchtling blieb er seiner Heimat verbunden und hat immer die verfolgten und unterdrückten Evangelischen vor Augen gehabt. Dass er sich selbst in Genf oft als Fremdling fühlte, förderte ein Verständnis des Christseins, dem es gelingt, seinen Glauben auch unter widrigen Bedingungen zu leben. Das Verständnis eines Christseins, das damit ernst macht, dass wir in dieser Welt keine bleibende Stadt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.